Zwei leuchtende Herzen im Stadtzentrum. Seit kurzem umarmt St. Petersburg mit dieser Skulptur das ukrainische Mariupol. Das sind unsere neuen Territorien. Wir sind Partnerstädte. Unsere Stadt hilft Mariupol beim Wiederaufbau. Wer Mariupol zerstört hat, hören wir sie nicht erklären. Wir sind hier mit Alexander Buttberg verabredet, Stadtteilabgeordneter und Jurist. Etwas abseits des Denkmals und der Polizisten in Zivil erklärt Alexander, wie heikel es ist, Kritik zu äußern. Menschen befinden sich in Haft wegen ihrer Worte, weil sie ihren Gedanken gegen den Krieg Ausdruck verliehen haben. Das hat nicht die Dimensionen wie in der Stalinzeit. Es ist ein selektiver Terror. Terrorismus gegen die eigene Bevölkerung. Mit dem Ziel, sie einzuschüchtern. Er selbst bereitet sich darauf vor, das Land zu verlassen, sollte es zu brenzlig für ihn werden. Kennengelernt haben wir Alexander letzten September. Putin ließ in Moskau die Annexion von 4 ukrainischen Gebieten feiern. 1, 2, 3! Hurra! 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 Patriotische Hochstimmung. Angeleiteter Jubel, für Alexander Ausdruck dunkelster Entwicklungen, zu denen er nicht schweigen will. Wir erleben den wahrscheinlich dramatischsten Moment seit 1991. In Russland wurde ein faschistisches Regime gebildet. Jetzt, im Schatten des Krieges, bekämpft Russland die letzten gesellschaftlichen Freiheiten. Erlässt Zensurgesetze, verbietet Menschenrechtsorganisationen. Wer anders denkt, wer anders liebt, als der Staat es will, wird kriminalisiert. Karina und ihre Partnerin betrieben in St. Petersburg das Rainbow Café. Treffpunkt für die LGBT-Community und alle, die Lust auf Kuchen hatten. Wo war denn die Bar? Dort stand die Bar, da wo jetzt die Getränke stehen. Da war die Theke. Mittlerweile mussten sie schließen. Die Leute hätten sich nicht mehr getraut, zu ihnen zu kommen. Seit Kriegsbeginn erkennt Karina ihre Stadt kaum wieder. Die Menschen haben sich verändert. Die Stadt hat sich verändert. Alles hat sich verändert. Die Leute sind eingeschüchtert, verängstigt, verschlossen, wortkarg und brutal geworden. Im November dann hat Russland die Gesetze gegen die sogenannte LGBT-Propaganda verschärft. Aufklärungsmaterialien, queere Kunst oder gleichgeschlechtliches Händchenhalten in der Öffentlichkeit. Die Gesetze sind so schwammig formuliert, dass für all das theoretisch Geldstrafen drohen. Ein Ablenkungsmanöver der Regierung, sagt Karina. Eine Sensation, ein Rummel war nötig, um die Blicke vom Krieg abzulenken. Eure Söhne, eure Kinder tötet man da. Und anstatt sich dagegen zu erheben, winken sie froh mit den Händchen und rufen, wie gut es doch ist. Wir haben jetzt keine LGBT-Bewegung mehr. Ach, das ist doch lächerlich. Manchmal habe sie Suizidgedanken, erzählt Karina. Viele ihrer Freunde haben begonnen zu trinken, um zu vergessen. Angst um den Job, Angst vor der Zukunft, Angst davor zu leben, wie man ist. Dass die Russinnen und Russen sich aus dieser Lage befreien werden, glaubt Karina nicht. Seien wir ehrlich, die russischen Menschen sind feige, sehr feige. Sie werden nichts ändern. Und wissen Sie warum? Jeder sitzt da und denkt, ich habe einen Kredit, ich habe eine Hypothek, ich muss mein Kind in die Schule schicken, ich habe irgendeinen Job und ich bin nicht bereit, dies alles zu verlieren. Zurück zu Alexander. Er will uns einen Ort zeigen, der droht, vergessen zu werden. Obwohl 400.000 Opfer beider Weltkriege hier begraben liegen. Alexander stellt uns Ilja Popow vor. Seit 20 Jahren kämpft der dafür, dass der Friedhof seine Würde zurückerhält. Für uns in St. Petersburg, dem früheren Leningrad, sind die Erinnerungen an den Krieg und die Blockade durch die Wehrmacht heilig. Vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, das russische Volk befindet sich jetzt wieder in so einer Situation wie im Zweiten Weltkrieg. Über 1 Million Menschen starben während der Leningrader Blockade.
als die Wehrmacht die Stadt 29 Monate lang umzingelte und aushungerte. Die Erinnerungen an die Opfer, die Helden und den Sieg der Sowjetarmee über Hitler-Deutschland sind zentral in Russland. Darauf baut die Propaganda, wenn sie behauptet, heute werde wieder gegen Nazis gekämpft, diesmal in der Ukraine. Zum heutigen Tag sehen wir reale Erscheinungen von Narzissmus. Und natürlich erfüllt unser Land die Bitten jener Menschen, die dort leiden. Es geht um zwei vom Geiste und von den historischen Wurzeln her sehr ähnliche Völker, von dem das eine von einem volksfeindlichen Regime geführt wird und in einen antirussischen Zustand versetzt wurde. Alexander will die Männer überzeugen, dass nicht die ukrainische Regierung das Problem ist, sondern die russische. Dass der Donbass seit 8 Jahren bombardiert wird, ist wohl normal? Aber wer hat den Krieg im Donbass denn angefangen? Wir sollten uns nicht provozieren lassen. Gehen wir. Vielen Dank. Ilja Popov nimmt seine Mitbürger in Schutz. Wenn Sie diese Fragen stellen, bringen Sie die Leute in eine sehr schwierige Position. Das verstehe ich. Das ist auch etwas, was sich im vergangenen Jahr verändert hat. Es ist schwerer geworden, offen zu sprechen. Sehr schwer zu sprechen, ja. Alexander lässt das nicht gelten. Seine Diagnose: viele Russinnen und Russen seien von einem Virus befallen. Und dieser Virus heiße Propaganda. Mhm.